Man vermutet, Zeitdruck ist mein zweiter Name. Ich suche mir immer die einfachsten Wege, um auf einen Account zu kommen. Wir reagieren auf unseren Bruder Bikir. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Okay, mag ich und mag ich nicht. Bewertungen sind aus. Schaut euch bitte dieses Video bis zum Ende an. Und zwar werde ich heute, also dieses Video wird allgemein nur über meinen Kanal gehen. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Bitte reden, wie alles. Und an der Stelle diese Käsestange, ne? Ihr denkt vielleicht, das ist eine normale Käsestange. Ist es nicht, das ist die erste Mahlzeit von heute. Ich schwöre, ich habe davon nichts gegessen. Und dann wundere ich mich, warum ich so aussehe, wie ich jetzt gerade aussehe. Was ich für Fehler gemacht habe, alles drum und dran etc. Aber bitte guckt dieses Video bis zum Ende an. Und dann könnt ihr neutral bewerten, okay? Neutral bewerten, Freunde. Und ich habe auch Reaktionsvideos über mich gesehen von einigen YouTubern. Muss ich mich angesprochen fühlen? Manche waren wirklich neutral, aber manche auch natürlich von Anfang bis zum Ende des Videos negativ. Ich kann das direkt mal zeigen. Fand's gut, dass du allgemein neutral reagierst. Und das von früher kann ich mich nicht erinnern, aber das war auf jeden Fall keine 2 Jahre her. Das waren safe 3-4 Jahre. Ich war da 16, 17. Also entschuldige meine Verhaltensweise, aber wir waren Kinder. So, fangen wir mal so an, wie alles begonnen hat. Ich habe 2015 mit Facebook-Videos angefangen. Das war schon immer meine Leidenschaft, weil ich immer so ein Klassenclown war früher in der Schule. Wir bleiben neutral. Das war einfach immer meine Leidenschaft, Videos zu drehen, so Leute zum Lachen zu bringen. Und dann bin ich halt von Facebook auf YouTube geswitcht, 2016, weil, hört mir jetzt ganz genau zu, weil mir meine Mutter eine Kamera gekauft hat. Das Video hatte ich auch schon mal gesehen gehabt, wo er quasi geweint hat, weil er eine Kamera bekommen hat. Ehrlich gesagt fand ich das Video ein bisschen cringe, weil du musst ja jetzt nicht direkt weinen, wenn du eine Kamera bekommst. Sollten wir alle schätzen, man braucht jetzt extra nicht dafür weinen. Ein MacBook gekauft hat, damit ich meine Videos schneiden kann, plus ein Handy. Aber man muss auch ganz wichtig immer die Hintergründe im Kopf haben, ne? Ah, wie soll man das jetzt formulieren? Wir wissen nicht, wie hart seine Mutter dafür vielleicht gearbeitet hat, um ihm diese Sachen vielleicht zu kaufen. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen sollten wir uns da wirklich am Riemen packen. Sag ich mal die Kamera, und zwar ist das hier, die hier. Ich habe einfach früher mit dieser Nikon. Ah, ich dachte gerade, das wäre eine Canon, weil ich hatte früher die Canon 700D. Das war so meine erste Spiegelreflexkamera. Früher dachte ich noch, dass die Kamera krass ist, aber mit der Zeit hast du einfach gemerkt, die Kamera ist kacke. Nikon macht an sich auch ganz gute Kameras. Kennst du, ich habe noch nie Nikon in der Hand gehabt. Ich sag's einfach so. Was eigentlich für Fotos gedacht ist, gedreht so. Mit einer Nikon D5300. Ich weiß ja nicht, mit welcher Kamera Bikir jetzt gerade dreht, aber die Kamera macht auf jeden Fall nicht ihren Job. Das ist alles fokussiert bis auf Bikir. Da habe ich einfach immer noch mein Gedächtnis, ey. Ich fühle auf jeden Fall, was er meint. Das ist seine erste Kamera. Er hat dazu eine ganz andere Bindung. Zum Beispiel die Leica, zu der habe ich auch eine ganz andere Bindung. Das war die erste Kamera, die ich hatte. Das war so eine kleine Vlog-Kamera. Die hatte gefühlt jeder YouTuber. Ihr müsst euch vorstellen, bei manchen Sachen hast du einfach so, du hast Erinnerungen und das ist einfach so eine Bindung. Und das war wieder... Habe ich einfach meine ersten YouTube-Videos gedreht und damit bin ich auch gestiegen, Mann. Also man kann sagen, alles ist passiert wegen meiner Mutter. 2 Jahre hat sie die 3 Sachen geholt, in Ratne, an meinem Geburtstag. Ist schon eine Ehrenakt, so Wallah. Ich habe das immer so als Leidenschaft gemacht, so Videos mit einem kaputten Handy früher, Facebook-Zeiten so, einfach kaputt so. Ja, und dann, so wie es Allah wollte, so wie ihr mich unterstützt habt dann auch, habe ich mich ja 1000 Mal bedankt. Oder eine Sache fuckt mich halt die ganze Zeit gerade bei dem Video ab, dass wirklich alles fokussiert ist, bis auf Bikir. Was macht die Kamera? Wegen euch habe ich dann alles meiner Mutter zurückgegeben. Und auf YouTube gibt es natürlich Höhen und Tiefen. Ich bin natürlich immer mit Hate groß geworden. Ich bin damit einfach groß geworden immer. Ich habe das immer ignoriert und viele von euch würden natürlich aufhören, wenn sie gehatet werden. Aber ich bin damit einfach groß geworden, wisst ihr? Ich habe das so verarbeitet. Ich habe einen Fick gegeben, weil ich hatte immer nette Zuschauer, die mich unterstützt haben, wisst ihr? Ich bin mit Hate aufgewachsen, ich hatte immer nette Zuschauer, die mich unterstützt haben. Alles klar. Dass ich Fake-Videos gemacht habe, da entschuldige ich mich natürlich. Ich weiß sogar gar nicht, wie Bikir überhaupt an diesen Hate gekommen ist. Ich habe keinen Plan. Also die ganzen Videos habe ich da noch nie wirklich verfolgt gehabt. Das Einzige, wenn ich jetzt an Bikir denke, ist dieses Katze-Katze. Also sonst fällt mir nichts ein, warum er gehatet wurde. Deswegen keine Ahnung, Digga. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich sag euch ehrlich, ich hatte einfach keine Video-Idee. Ich Behinderte habe mir einfach gedacht, ja komm, mach mal. Ein paar Fake-Videos so. War einfach dumm. Natürlich, ich gebe es zu. Und ich werde euch jetzt auch Punkte erzählen, wo ich mich verbessern werde, was ich natürlich auch kann und was auch meine Fehler quasi waren. Da werde ich euch jetzt quasi gute Punkte liefern. Ich fange mal jetzt mit dem ersten Punkt an, und zwar ist das einer der wichtigsten Punkte. Ich werde nicht mehr in Zukunft Fehler von anderen hinweisen, weil ich selbst unmittelbar Fehler begangen habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich gebe euch mal ein Beispiel, das soll jetzt wirklich kein Front oder so sein. Ich sag jetzt, ey, Younes Amiri hat sich im Zug eingejaxt. Wie könnt ihr ihn nicht haten, aber mich
immer noch so. Das sollte jetzt kein Front. Ja, normal, aber das ist auch wieder so eine Sache. Man sollte immer die Schuld bei sich selber suchen für das, was passiert ist. Und wenn du für irgendwelche Sachen gehatet wurdest, ich habe jetzt keinen Plan, für was er genau gehatet wurde, ne? Aber es muss ja auch irgendwie alles seinen Kopf und Fuß haben, weil ich glaube, grundlos wird keine Person gehatet. Versteht ihr, wie ich meine? Da hat wirklich mein Kopf wieder kurz Sense gemacht. Also die Klappen sind zu. Jetzt müssen die Klappen wieder aufgehen. Aber die gehen erst bei 30 auf, ne? Kennst du Leute, die ganz andere Sachen mixen? Man sollte sich immer selber an die eigene Nase fassen. Deswegen versuch jetzt nicht irgendwelche Hate-Sachen von irgendwelchen anderen aufzuzählen, sondern das Video geht eigentlich nur um dich. Deswegen darfst du jetzt auch keine anderen Leute mit ins Video reinbringen. Versteht ihr, wie ich meine? Ich werde in Zukunft nicht mehr so eine Scheiße machen, Freunde. So, kommen wir jetzt auf jeden Fall zum zweiten Punkt, was ich mir gedacht habe. Danke, Kamera, für den Fokus. Bruder, das hast du doch jetzt nicht ernsthaft erst jetzt bemerkt, oder? Ich werde versuchen, nicht mehr wegen Fame anderen zu gefallen. So werde ich auch nie eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln. Deswegen ist mir auch dieser Punkt sehr, sehr wichtig, Freunde. Ohne Spaß. Den Punkt habe ich null verstanden, ne? Es kann auch sein, dass ich einfach gerade woanders bin mit dem Kopf, weil mein Kopf ist gerade bei dieser Käsestange. Leuten zu unterhalten mit positiven Dingen. Mein vierter Punkt, ich finde, ich habe mich nicht so oft bedankt. Ich werde mich in regelmäßigen Abständen bedanken. Heute haben wir Dienstag. Bickel wird sich wahrscheinlich einen kleinen Plan machen. Das heißt, mittwochs, freitags und sonntags wird er sich bedanken bei euch. Was ebenfalls wichtig ist. Und jetzt sage ich es euch nochmal. Danke für alles, wirklich ohne Spaß, Mann. Egal, ob ich gehatet werde oder auch nicht. Ich danke euch für alles. Man muss ja auch manchmal auch irgendwie Props geben. Ich finde es trotzdem krass, dass Bickel trotz diesem ganzen Hate irgendwie noch weitermacht. Er hat das ja selber am Anfang gesagt. Es gibt viele Leute, die Hate bekommen und dann einfach aufhören. Der Typ wird ja schon ein bisschen länger gehatet. Und er ist immer noch auf YouTube präsent. Vielleicht nur mit dem Kopf und einem halben Körper, aber er ist präsent. Ich muss meine Taten für mich sprechen. Es ist einfach so. Mein sechster Punkt ist, ich werde versuchen, mich nicht für was Besseres zu halten. Sagen wir jetzt, machen wir jetzt ein Beispiel, so Klamotten. Ist ja meine Leidenschaft. Ich will mich nicht irgendwie für was Besseres halten, nur weil ich jetzt so teure Klamotten kaufe oder sonstiges. Das ist meine Leidenschaft und fertig. Ich will mich nicht damit pushen oder sonstiges. Hallo, ich grüße Sie. Sie können mich gar nicht richtig hören? Ich will dich auch gerade gar nicht hören. Ich will normal sein. Fertig. Weil jeder Mensch ist normal. Fertig. Auch wenn einige Zuschauer zu mir schreiben, hey, du bist was Besonderes. Ich bin ein normaler Mensch. Fertig. Punkt aus Ende. Mein siebter Punkt ist, ich muss mehr mit euch machen. Zum Beispiel, dass ich jetzt auf euch reagiere, was videotechnisch angeht. Ich muss mir da auf jeden Fall noch was einfallen lassen, wo ich euch einbinden kann. Zum Beispiel, was auch cool ist, ist ein Snapchat Q&A. Ihr seid dabei, ich beantworte eure Fragen gleichzeitig und ja, ihr seid gleichzeitig dabei halt. Das ist das Wichtigste. Dass ich euch quasi auch Aufmerksamkeit schenke. Mein achter Punkt ist, was für mich persönlich ist, was ich euch auch sagen will. Und zwar, ich muss lernen, mit Geld umzugehen. Geld ist ein Multiplikator. Jetzt geht's aber los, ja. Jetzt fängt es an, dass ich es nicht mehr verstehe, glaube ich. Oh, Junge, ich fick auch mein Leben, Digga. Ich muss damit lernen, umzugehen. Jeder hat halt so eine schlechte Eigenschaft, wo er halt sein Geld ausgeben tut. Ich halt für Klamotten. Aber es ist halt nun mal besser, dass ich es jetzt nicht auch für Drogen ausgeben tue. Deswegen Finger weg von Drogen, Leute, okay? Merkt euch bitte diesen Satz. Wer alles für den Konsum raushaut, macht sich zum Opfer des Zufalls, okay? Bei Google habe ich den tatsächlich gerade nicht gefunden. Ich werde wieder meine Katze einbauen in regelmäßigen Abständen, weil die einen Wiedererkennungswert hat auf diesem Kanal. Es ist einfach so. Bei diesem Katze-Katze bin ich mir sogar sicher, dass es ein Wiedererkennungswert ist, ja. Aber wahrscheinlich im negativen Sinne. Ich glaube, die Leute machen sich da eher drüber lustig. Zum zehnten und letzten Punkt, was ich mir vorgenommen habe. Wenn ich Positives über andere YouTuber sage, dann will ich es nicht mehr machen, dass ich halt etwas irgendwie erwarte von denen, wisst ihr? Ja, das sollte man sowieso nicht machen. Das heißt, wenn du jetzt irgendjemand Props gibst, gibst du ihm Props. Du gehst ja nicht mit dem Gedanken rein, ey, ich erwarte noch was von ihm. Versteht ihr? Ich meine, den Punkt verstehe ich eigentlich auch nicht, weil das sollte eigentlich kein Mensch machen. Weil wenn ich ihm jetzt Props gebe, erwarte ich doch nichts von Bickel. Ich gebe ihm einfach Props, weil ich ihm Props geben will. Wenn ich etwas sage, dann will ich auch nichts erwarten von denen. Wenn ich etwas Positives erzähle oder so. Also ich werde mich vor allem nicht mehr äußern, dass ich etwas erwarte. Ich hoffe, ihr könnt mir mit meinen ganzen Punkten folgen. Ja, wir versuchen es. Falls ihr mir folgen könnt, dann könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Neutral bitte bewerten. Wenn wir schon beim Thema Folgen sind, ihr könnt mir gerne auch auf Twitch folgen. Der ist live. Money made me change, nothing else to blame.